Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und diesmal fällt der Gruß ganz besonders herzlich aus, weil Sie sich hier durch den Regen, durch dieses Unwetter ja hingekämpft haben. Da haben wir jetzt wirklich nicht mit gerechnet, dass pünktlich zu Veranstaltungsbeginn es so schüttet. Es kann sein, dass einige Leute noch nachgetröpfelt kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Name ist Ingrid Spiller, ich leite das Lateinamerika-Referat der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ich denke, das Interesse schon jetzt von Ihnen mit so viel Regen zeigt ja auch nochmal, wie wichtig eigentlich Brasilien auch hier in Deutschland ist. Das heißt, viele Leute verfolgen die Entwicklungen und vor allen Dingen auch die jüngsten Entwicklungen mit großem Interesse. Wir haben alle, glaube ich, im letzten Jahr mit viel Fassungslosigkeit verfolgt, wie Bolsonaro als Präsidentschaftskandidat sich mit seinen rassistischen, sexistischen, homophoben und vor allen Dingen gewaltbereiten Äußerungen so profilieren konnte, dass er schließlich zum Präsidenten gewählt wurde. Und er hat ja dann am 1. Januar sein Amt angetreten. Und seitdem verfolgt nicht nur die brasilianische Gesellschaft, Zivilgesellschaft, unsere Partnerinnen und Partner, sondern wir auch hier in Deutschland mit großem Interesse, was er eigentlich von seinen vielen Ankündigungen und Drohungen noch wahr machen wird oder was er umsetzen wird, was er wahr machen wird. Und auch wenn dies möglicherweise langsamer geschieht, als viele vielleicht erwartet haben. Das erinnert übrigens ein bisschen an Präsident Trump, der ja auch am Anfang viel angekündigt hatte, dann erstmal eine ganze Weile brauchte, um überhaupt zu liefern, also umzusetzen, aber jetzt doch viel von seinen Ankündigungen umgesetzt hat, wie man ja immer verfolgen kann. Und so sollte man auch in Brasilien sich nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass dieser Umsetzungsprozess von vielen Ankündigungen eigentlich schon längst im Gange ist, dass vielleicht auf eine etwas andere Art, auf eine schleichendere Art, als man es hätte denken können. Das heißt, es gibt auch Gesetzesinitiativen, es ist aber nicht so einfach, weil Bolsonaro ja nicht über eine eigene Mehrheit im Parlament verfügt. Er regiert vor allen Dingen mit Dekreten. Aber viel wichtiger ist genau hinzuschauen, wie das sonst noch passiert, und zwar unter einem langsamen, bürokratischen, administrativen Deckmantel werden schon jede Menge Fakten geschaffen. Da werden zum Beispiel Beteiligungsrechte, unter dem Vorwand auch der Evaluierung der sogenannten Effizienzsteigerung, werden Beteiligungsrechte abgeschafft, werden Prozesse angesetzt, werden Finanzen gekürzt, werden Schlüsselpersonen ausgewechselt und damit praktisch ganze Institutionen irgendwie lahmgelegt. Ein sehr prominentes Beispiel ist ja die Umweltbehörde, deren Etat um 70% gekürzt wurde. Das muss man sich mal vorstellen, um 70%. Und damit werden einfach Fakten geschaffen, die dann auch nicht mehr so leicht revidierbar sind. Das heißt also nicht mit Pauken und Trompeten oder weniger mit Pauken und Trompeten, aber sozusagen auf mehr oder weniger leisen Pfoten verändert sich Brasilien schon ziemlich deutlich. Und wie gesagt, unsere Partnerinnen, viele Leute in Brasilien schauen das mit großer, großer Besorgnis an und befinden sich auch in einem Reflexionsprozess. Was heißt das eigentlich? Wie muss Zivilgesellschaft reagieren darauf? Was bleiben überhaupt für Handlungsspielräume? Nur kurz in Klammern, wir hatten heute Nachmittag hier im Hause noch ein Fachgespräch, wo es um deutsche EZ in Amazonien ging und wo das auch genau eine der Fragen war, eigentlich geht es so weiter wie bisher, kann man reformieren, muss man inhalten, muss man eigentlich ganz neu denken und sagen, was kann überhaupt passieren. Amazonien steht bei dieser Politik ganz besonders im Fokus, deswegen auch, weil Amazonien ja ein Land ist, das sehr reich an Naturressourcen, an Rohstoffen ist, das deswegen ökonomisch ungeheuer profitabel ist und es viele Begehrlichkeiten gibt. Und wir haben uns heute Abend eben das Thema den Kampf um den amazonischen Regenwald hier als Thema gewählt heute Abend. Wir haben zwei Gäste aus Brasilien da, die auch heute Nachmittag schon im Fachgespräch dabei waren und die Thomas Fatteuer, der den heutigen Abend moderieren wird, gleich noch näher vorstellen wird. Mir bleibt eigentlich nur noch zu erwähnen, dass die Diskussion in Spanisch und Portugiesisch oder Brasilianisch geführt wird. Das heißt, falls Sie Übersetzung brauchen, versorgen Sie sich bitte mit Kopfhörern.
Wir übertragen den Abend auch im Livestream und sowohl auf Deutsch als auch auf Portugiesisch. Das heißt, auch in Brasilien können und werden uns Leute zuschauen und diese Diskussion verfolgen. Und als allerletztes geht noch ein Dank an das FDCL, an das Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika, mit denen wir diese Abendveranstaltung hier heute in Kooperation durchführen. Und jetzt suche ich Thomas und gebe ihm das Mikro und los kann's gehen. Ja, was ist Porto und wir também? Vamos também ir junto. Ja, kommen Sie gerne auf die Bühne. Sie euch durch den Abend führen. Ich spreche jetzt Deutsch, aber das wird gleich sich radikal ändern. Adriana und Eliane werden auf Portugiesisch reden. Also wer entweder nicht Deutsch oder nicht Portugiesisch versteht, sollte sich dort hinten noch ganz schnell, bevor es dann wirklich losgeht, die Kopfhörer besorgen. Kurz ein paar Worte zum Ablauf. Wir werden so eine kleine Runde hier auf dem Podium beginnen. Keine große Präsentation. Wir wollen gleich in eine Gesprächsrunde kommen. Es wird ein paar Bildchen zwischendurch geben zur Auflockerung und zur Anschaulichkeit. Aber wir wollen schnell in eine Gesprächssituation kommen und werden dann in einer guten halben Stunde ungefähr auch dann natürlich fürs Publikum öffnen. Bitten Sie euch um Fragen, Beiträge, um in eine Debatte zu kommen. Eine Sache, wir haben es terminiert auf 21 Uhr und werden das auch einhalten müssen, weil unsere Übersetzerinnen und unsere brasilianischen Gäste haben schon einen langen Tag hinter sich, sind gestern Abend erst angekommen. Adriana ist schon hat schon Erfahrung mit tropischen Gewittern in Deutschland gemacht in letzter Nacht, ne, und musste lange im Flugzeug warten, bis sie raus konnte. Also auch interessante Erfahrung in Zeiten von sich wandelndem Klima, ne, dass du 3 Stunden im Flugzeug warten musstest, bis du aus dem Flugzeug kommen konntest, wegen des Gewitters in dieser Nacht, ne, was einem alles passieren kann in Deutschland. Ne. Wir müssen dann relativ pünktlich wirklich um 21 Uhr Schluss machen. Ich bitte dafür um Verständnis, auch wenn die Diskussion vielleicht interessant wird. Ich glaube, wir haben viel Interessantes zu reden und deshalb will ich mich auch überhaupt nicht weiter auslassen, sondern gleich an unsere Gäste weitergeben. Ganz von mir aus rechts außen, von Ihnen aus links sitzt Adriana Ramos vom Instituto Socioambiental in Brasilia, eine NGO, die vielen vielleicht von Ihnen bekannt ist, die auch mal in Deutschland über ihre Homepage, über ihre sehr gut sortierte Homepage verfolgen kann. Aber Adriana, kannst du ein bisschen kurz vorstellen, was der Projekt explica rapidinho pra gente? Ich werde auf Deutsch reden, aber wenn ich dann direkt eine Frage an unsere Gäste stelle, werde ich versuchen, auf Portugiesisch umzuschalten, damit auch da keine Missverständnisse erstellen. Also jetzt wende ich mich an Adriana. Adriana. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass du hier bist, auch nach diesen ganzen Problemen von gestern Abend. Wir haben ja heute Nachmittag schon eine heiße Debatte geführt, die wir jetzt hier auch weiterführen möchten. Ich habe dich bereits schon vorgestellt. Könntest du vielleicht noch einmal ganz kurz erklären, was eigentlich das ISA ist? Guten Abend. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das Instituto Socioambiental existiert seit 25 Jahren und wir arbeiten an nachhaltigen Lösungen und Unterstützung der Rechte von traditionellen Völkern und die Indigenen in Brasilien. Wir umfassen 170 Menschen, die in den unterschiedlichen Bundesstaaten arbeiten und entwickeln Projekte gemeinsam mit der Bevölkerung für nachhaltige Entwicklung. Und wir verfügen auch über ein Advocacy-Team in Brasilia, wo wir die öffentliche Politik begleiten und auch die unterschiedlichen Debatten über die Gesetzgebung, die dann letztendlich die traditionellen Völker betreffen. An meiner Seite sitzt Eliane
Pereira aus Pará, Moreira aus Pará. Sie arbeitet als Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft im Ministerio Público. Könnten Sie das vielleicht kurz erklären, was das Ministerio Público eigentlich ist? Denn in genau dieser Art und Weise existiert es eigentlich in Deutschland nicht. Was tun Sie, was tust du dort? Guten Abend auch von meiner Seite noch einmal. Mein Name ist Eliane Moreira. Ich bin Staatsanwältin beim Ministerio Público des Bundesstaates Pará. Ja, man kann nicht ganz sagen, dass es in Deutschland so etwas in der Art nicht gibt. Auf der ganzen Welt ist eigentlich das Ministerio Público, so wie es in Brasilien existiert, einzigartig. Zum Glück handelt es sich nämlich um eine Institution, die schon vor einigen Jahren gegründet wurde und die vor allem in der Verfassung von 1988 eine besondere Eigenschaft bekommen hat. Eine traditionelle Eigenschaft, die sie in allen Ländern hat, nämlich, dass sie Anklage erheben kann und die sich vor allem auch um strafrechtliche Sachverhalte kümmert. Das ist etwas, was in fast allen Ländern existiert. Aber laut der Verfassung 1988 hat das Ministerio Público auch die Funktion, die kollektiven Rechte zu verteidigen. Also Rechte, die so nicht gegeben werden. Das sind Grundrechte für die Gesellschaft, wie zum Beispiel das Recht, das Kinderrecht, das Verbraucherrecht, das Arbeitsrecht. Und unter diesen ganzen Gesetzen auch das Umweltrecht. Genauso wie das Menschenrecht und das Menschenrecht auch auf Umwelt. In Pará, in Brasilien, haben wir im Ministerio Público auch eine wichtige Rolle, wenn es um den Streit um Land geht. Landkonflikte. Deswegen arbeite ich vor allem beim Ministerio Público in Pará, wenn es um Landkonflikte von kollektiven Ländereien geht. Und es sind 51% der Länder, um die es da geht. Natürlich ist dieser Kampf für das Land und für Landrechte und die Landkonflikte sehr wichtig, aber es geht auch um Umweltprobleme, die damit zusammenhängen. Zum Beispiel natürliche Ressourcen, die sind ja nun mal im Boden, also auch in diesem Land drin. Deswegen arbeite ich auch im Bereich Umweltrecht, Verteidigung von kollektiven Rechten und auch die Überprüfung der gesetzkonformen Umsetzung. Die Republik ist, wir werden noch mehr von dir später hören. Vielleicht noch Pará liegt natürlich im Amazonasgebiet, Hauptstadt Belém. Und wie gesagt, 51% der Municipien, also Pará ist ungefähr dreimal so groß wie Deutschland, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also ein Riesengebiet, wie meistens in Amazonien reden wir doch von großen Dimensionen. Last but least auch, ne, will ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Fatheuer, steht man ja, sieht da. Ich bin Mitarbeiter des FDCL, was dort Mitveranstalter dieser Veranstaltung ist, zusammen mit der Böll Stiftung. Das FDCL ist eine recht alte, seit 73 existierende Solidaritätsgruppe in Berlin. Das ursprünglich das C eben für Chile dort steht, 73 der Putsch in Chile, dann aber seine Arbeit ausgeweitet auf andere Länder Lateinamerikas und auch, wie man sieht, jetzt inzwischen sehr viel Kontakte mit Brasilien hat, versucht, einen Austausch zu organisieren, Veranstaltungen zu machen und auch Stimmen aus Brasilien hier in Deutschland ein Gehör zu geben und aus Lateinamerika, aus anderen Ländern. Ich bin auch Mitglied im COBRA, Mitglied des Netzwerks Kooperation Brasilien, das auch im Grunde genommen Mitveranstalter über das FDCL unserer kleinen Reihe hier ist, ne? Ein Netzwerk der Brasilien-Gruppen in Deutschland.
gut. Und ich habe, ich muss vielleicht noch sagen, ich habe längere Zeit in Brasilien gelebt und gearbeitet, auch im Kontext der internationalen Kooperation im Tropenwald, dann auch in Belém gelebt, fünf Jahre und zum Schluss 7 Jahre lang das Büro der Böll-Stiftung in Brasilien geleitet. Okay, wie gesagt, jetzt werde ich kurz wieder auf Portugiesisch umwechseln und Adriana fragen. Adriana. Wir fangen jetzt mit dir an. Wir haben zuvor schon einiges von dir gehört. Und Ingrid hat über die Sorgen hier in Deutschland gesprochen, über die Entwicklung in Brasilien, die Regierung Bolsonaro und auch den Umweltminister Salles. Wir hören hier lauter besorgniserregende Nachrichten. Wie ist denn die Situation im täglichen Leben in Brasilien? Wie siehst du die Aktionen der Regierung in Bezug auf das Amazonasgebiet? Ja, auch wir sind natürlich besorgt und voller Angst, denn die Regierung hat auf sehr intensive Art und Weise angefangen zu regieren durch unterschiedliche Regierungsinitiativen, Dekrete, Vorschläge etc. Und zwar mit Vorschlägen zur Entwicklung des Amazonasgebiets, die aus den 70er Jahren scheinen. Man wollte die indigenen Ländereien enteignen, die kollektive Ländereien für den Agrobusiness nutzen. Und wir sehen, dass es ein großes Vorurteil gegenüber den traditionellen und indigenen Gemeinschaften gibt. Die Amazonas-Politik wird völlig den Interessen der Wirtschaft unterstellt. Und zwar die sich ja historisch auch der Nachhaltigkeitsidee entgegenstellen. Es wurde bereits zu Anfang der Regierung versucht, die Demarkierung der indigenen und Quilombola-Gebiete dem Landwirtschaftsministerium zu unterstellen. Ein Ministerium, was sich vor allem um den Agrobusiness kümmert. Es gab dann aus unterschiedlichen Ecken der Regierung Protest. Waren sie nicht 3 Stunden in einem Flugzeug gefangen aufgrund eines Sturms hier in Deutschland? Nein, es war also so, dass man versucht hatte, die Wichtigkeit dieser Völker zu unterstreichen. Und außerdem hat die Regierung auch eine sehr aggressive Position der Arbeit der Nichtregierungsorganisationen gegenüber eingenommen. Man hat versucht, die Arbeit zu kürzen und diese Gruppen zu kriminalisieren. Seien es Umweltaktivisten, die auch in der Regierung, also im öffentlichen Dienst vertreten sind, aber auch die Organisationen, die dem Umweltministerium unterstellt waren. Man versuchte also, die Arbeit zu disqualifizieren und zu sagen, dass es keinerlei konkrete Arbeit gab, die, das sollten wir kurz erklären, der Amazonasfonds. Nicht jeder weiß, was das ist und wie es funktioniert. Der Amazonasfonds wurde 2008 gegründet von der brasilianischen Regierung aufgrund einer Spende der norwegischen Regierung und später auch der deutschen Regierung als Anerkennung für die geringere Abholzung, die Brasilien seit 2004 erwirken konnte. Aufgrund dieser guten Effekte für das Weltklima hat man also diese Spende gegeben. Das war eine einzigartige Sache. Und so wurde dieser Fonds gegründet, um weitere Initiativen in diese Richtung zu unterstützen, also eine nachhaltige Nutzung und den Schutz des Regenwaldes. Das ist ein Fonds, der von den Gebern und bewertenden Institutionen trotz unterschiedlicher Probleme, die wir ja in der Zivilgesellschaft daran entdeckt haben im Verlauf der Zeit, ein Fonds, der sehr gut bewertet wurde und der für das Amazonasgebiet auch besonders wichtig ist. Nun möchte die Regierung die Funktionsweise und die Nutzung der Ressourcen verändern. Wie ist es denn ganz aktuell? Kommt es zu mehr oder weniger Abholzung aktuell?
Nun, nach der großen Reduzierung der Abholzung von 2004 bis 2008 gab es Schwierigkeiten, diese Quoten noch weiter zu reduzieren. Im letzten Jahr kam es zu einer Erhöhung und in diesem Jahr wird es ganz schwer sein, diese Zahlen noch zu reduzieren. Die bisherigen Zahlen dieses Jahres zeigen, dass es sehr viel aggressiver zur Abholzung kam als noch im letzten Jahr in der vergleichbaren Zeit. Ja, die Zahlen für dieses Jahr sehen also schlecht aus. Die Entwaldung ist also mehr oder weniger außer Kontrolle geraten. Damit sind die Nachrichten nicht gut. Das ist keine große Überraschung. Wir haben ja abgemacht, dass jetzt einige Bilder gezeigt werden sollten, für diejenigen, die hier die Situation nicht genauer kennen. Es gibt ja Menschen im Regenwald, die für den Regenwald kämpfen und die auch unterschiedliche Vorschläge an die Regierung machen. Bitte, du kannst gerne an den PC gehen, um diese Bilder zu zeigen. Also zunächst möchten wir ganz kurz zeigen, was eigentlich die Entwaldung in Bezug auf das ganze Amazonasgebiet bedeutet. Hier sehen wir das Amazonasgebiet in Brasilien und den anderen lateinamerikanischen Ländern. Wo wir hier Orange und Grün sehen, sehen wir also Orange indigene Territorien und Grün andere geschützte Reservate. Und was wir jetzt hier in Rosa sehen, sind die entwaldeten Flächen. Es ist ein großes Problem, insbesondere im brasilianischen Bereich. Hier haben wir schon etwa 20% Entwaldung. Damit es nicht weitere Entwaldung gibt, sind diese gemeinschaftlich genutzten Flächen sehr wichtig. Hier sehen wir zum Beispiel am Xingu eine der wichtigsten indigenen Territorien, ein Satellitenbild. Wir sehen also, dass die Entwaldung hier am Rande des Parkes sehr stark fortschreitet, aber dieser Block hier in der Mitte, der grüne Block, sind die indigenen Territorien und diese werden geschützt durch die Indigenen, die von ihnen leben. Hier sehen wir zum Beispiel die Grenze des Parkes und wir sehen ganz klar, wo der Park anfängt und endet. Hier sehen wir zum Beispiel Menschen, die Kakao herstellen aus ihrer Region. Hier Usines YY, die hier brasilianische Kastanien sammeln. Hier sehen wir zum Beispiel Pepperonis. Hier Initiativen zur Kontrolle der Territorien mit unterschiedlichen Instrumenten, Satelliten und so weiter. Und hier sehen wir ein Tourismusprojekt am Alto Rio Negro in einem indigenen Dorf. Hier sehen wir also einige gute Initiativen, die auf diesen Territorien umgesetzt wurden und die auch die Unterstützung benötigen, um weiter existieren zu können. Denn diese Gemeinden tragen ja auch zum Schutz des Waldes bei. Danke. Acho que já a ideia deu uma pequena impressão que tem populações na Amazônia. Ja, wir haben so einen kleinen Eindruck gewonnen. Es gibt also Menschen, die in Amazonien leben. Und wir haben Bolsonaro gehört, der gesagt hat, die Indigenen sind nicht produktiv. Und ein anderer Diskurs besagt, die Indigenen wollen uns anderen Menschen gleich sein. Ja, was soll das besagen? Kannst du dazu was sagen? Ja, ich glaube, es gibt wirklich eine ganz große Unkenntnis seitens des Präsidenten, was die Indigenen betrifft. Und alle, die glauben auch, dass unser Entwicklungsmodell in Brasilien für alle gültig sein soll. Die anderen sind primitiv. Die Indigenen und sie wollen so wie wir werden. Es reicht aber, dass wir in dieses Gebiet gehen, dass wir uns mit Indigenen unterhalten, um festzustellen, dass sie diesen Wunsch nicht haben.
Es ist nicht ihr Ziel, dass sie Konsumgüter haben können. Sie wissen, dass das nicht der Fall sein wird, ohne dass sie etwas aufgeben, das zu ihrem Wesen gehört. Wir haben aber Doktoren, Meister und andere sehr qualifizierte Indigene, die dennoch ihre Herkunft nicht verleugnen. Das ist die Wirklichkeit. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir geben das Wort weiter an Eliani. Du bist in Pará tätig und du hast uns erzählt, dass ihr aktiv seid in Bezug auf die sozioökologischen Konflikte. Kannst du uns erzählen, welches diese Konflikte sind? Welche sind die wichtigsten, die gravierendsten sozioökologischen Konflikte und wie die Regierung zurzeit vorgeht, was diese Fragen betrifft, vor allem die Landnutzung? Ja. Ich muss vielleicht noch etwas sagen zu dem Begriff Ministerio Público, also wortwörtlich öffentliches Ministerium oder diese Art Staatsanwalt. Dieses Ministerio Público ist nicht parteipolitisch orientiert. Ich werde mich also nicht äußern zu einer Regierung A, B oder C. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, die aktuelle Situation Amazoniens zu reflektieren. Und dass man das gemeinsam, kollektiv tut. Meine Tätigkeit besteht eigentlich daraus, Konflikte zu schlichten, die vor allem sozioökologischer Natur sind. Es geht vor allem um einen Kampf um Ressourcen, Naturressourcen, Reichtümer oder um das Land selbst oder auch um die Erkenntnisse, die diese Territorien betreffen. Das sind sozioökologische Konflikte, auch Konflikte, die mit Kontaminierung zu tun haben, mit Umweltverschmutzung. Wir hatten einen komplexen Fall, ich war auch damit befasst. Es ging um eine norwegische Bergbaugesellschaft im Bundesstaat Pará, und zwar auf dem Gebiet traditioneller Völker. Und da waren wir auch gefragt. Also, das gehört zu unserem Alltag. Und bei einigen dieser Konflikte machen wir uns wirklich große Sorgen. Es gibt eine offensichtliche Zunahme an diesen Konflikten in Amazonien, und Berichte, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden, sagen, dass Brasilien das tödlichste Land ist für diejenigen, die Menschenrechte und ökologische Rechte verteidigen. Was die Quilombola-Gebiete betrifft. Quilombolas sind Nachfahren afrikanischer Völker. Und sehr viele der Konflikte haben sich dort intensiviert. Und außerdem haben wir auch eine wissenschaftliche Bestätigung dafür, dass die Entwaldung zunimmt. Die letzten Daten, die das entsprechende Institut geliefert hat, besagen, dass wir eine nicht registrierte Zunahme haben in den letzten 6 Jahren, die nicht verzeichnet wurden. Und das alles hängt zusammen. Das sind ja nicht
voneinander getrennte Phänomene oder Daten. Es hängt zusammen mit den Konflikten um den Landbesitz, um die sozioökologischen Konflikte, hängt zusammen mit Situationen, die einer gezielten Aktivität bedürfen. Abrampa ist eine Organisation des Ministerio Público für die Umwelt und wir haben im Mai den Brief von Curitiba veröffentlicht. Ich lade euch alle ein. Dieser Brief ist im Internet zu lesen und man kann sehen, dass die Mitglieder des Ministerio Público in puncto Umweltfragen der Meinung sind, dass diese negative Evolution mit verwaltungstechnischen Maßnahmen zusammenhängt. Wir haben circa 20 Änderungsvorschläge feststellen können, und zwar Gesetzesänderungsvorschläge, die dazu führen, dass das Umweltrecht in Brasilien sehr negativ betroffen ist. Zum Beispiel in den Gesetzesvorhaben gibt es Vorschläge, die um die ökologische Lizenzierung oder Freigabe betreffen, als legale Reserve oder Schutzgebiet oder nicht. Jedes landwirtschaftliche Unternehmen muss zum Beispiel einen Waldanteil haben. Aber es geht auch um Agrotoxika und um den Bereich Aufsicht, Kontrolle. Hier hatten wir ein Dekret, dass die Verantwortlichkeiten für Umweltverbrechen verändert. 70% der Strafen, die verhängt wurden in diesem Bereich, wurden verhängt, was noch lange nicht bedeutet, dass sie auch eingetrieben werden, sind abgeschwächt worden. Nach dieser Verhandlung, dass also diese Strafen eingeschränkt werden sollen, können wir auch feststellen, dass diese Fälle nicht mehr untersucht werden, nicht strafrechtlich verfolgt werden. Es ist ein sehr ernstes Szenario, gravierend, denn die Umweltschäden nehmen zu und es gibt immer wieder sehr gravierende Folgen davon, wie zum Beispiel die Entwaldung. Das alles macht uns Sorge und wir appellieren an die brasilianische Gesellschaft, an die Institutionen, dass die Normen des Umweltrechts, die mit so viel Mühe und Not erkämpft wurden in den letzten 30 Jahren, jetzt nicht verloren gehen. Und zwar in den letzten Jahrzehnten nach der Verfassung von 1988 sind diese Gesetze zustande gekommen und nun werden sie aufgeweicht. Wir müssen auch nachdenken über die dramatische Verringerung und über die Reduktion der Partizipation der Zivilgesellschaft. Wir hatten auch hier ein Dekret, das sehr viele Organisationen abgeschafft hat oder einschränkt in seiner Aktivität, vor allem wenn es sich um indigene und traditionelle Völker handelt. Hier konnten wir vorher einen großen Fortschritt verzeichnen, aber nun gibt es zum Beispiel auch eine Einschränkung beim CONAMA, beim Nationalrat für Umweltfragen.
Und das ist ganz wichtig. Also jeder muss die Möglichkeit haben, seine Stimme zu erheben und zu intervenieren. Das muss reflektiert werden im Umweltrecht. Dieser Brief wurde veröffentlicht, damit sie wie eine Art Aufruf an alle ergeht, sich zu engagieren und einzusetzen für die Umwelt. Und das alles führt natürlich auch dazu, dass die Gewalt zunimmt. In diesem Zusammenhang auch eine Frage, die vielen auf der Zunge liegt hier. Diese Rückschritte im Bereich Gesellschaft und Ökologie, vor allem in Amazonien. Also welches ist die Möglichkeit oder welches sind die Möglichkeiten der öffentlichen Institutionen, auch der Zivilgesellschaft, Widerstand zu leisten? Wie reagieren die Institutionen? Gibt es da Ausblicke, dass die Institutionen diesen negativen Fortschritt oder diesen Rückschritt eindämmen können? Ja, ich sehe es so. Ich habe eine eigene Sichtweise. Besagt Folgendes. Brasilien versucht seit langem eine Konsolidierung der Umweltgesetzgebung, der sozioökologischen Normen hinzukriegen. Es gibt Fortschritte und Rückschritte dabei. Es ist klar, so wie beim Meer. Wenn wir denken, das Meer weicht zu sehr zurück, dann können wir uns auch vorstellen, wie das Gegenteil, ein Tsunami aussieht. Das ist ein Faktor, den wir berücksichtigen müssen. Es gibt wohl die Sorge sämtlicher demokratischen Institutionen, die Demokratie gewährleisten müssen. Die Judikative, die Organisation der Zivilgesellschaft, die akademischen Sektoren, alle haben sich mobilisiert, um einen Rechtsstaat, einen demokratischen Rechtsstaat zu verteidigen. Vorige Woche am Umwelttag sind zum Beispiel der Bundesstaatsanwältin Unterschriftenlisten überreicht worden mit der Bitte, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass diese Negativeffekte weitergehen. Es gibt eine gewisse Mobilisierung in dieser Beziehung. Und ich würde sogar sagen, die indigenen Völker sind es. Diejenigen, die Rechte verteidigen, die oftmals einen Sieg erreichen, das sind die Bewegungen der Indigenen. Auch die Rolle der indigenen Frau ist sehr, sehr wichtig bei der Verteidigung dieser Rechte. Es gibt viele indigene Frauen, die uns zeigen, wie es geht. Es gibt viele Institutionen, nicht nur das Ministerio Público, die öffentliche Verteidigungsbehörde, Defensoria Pública und viele weitere, also viele Aktionen, die stattgefunden haben, vor allem als die Demarkierung des Landes dem Landwirtschaftsministerium unter der derzeitigen Regierung übertragen wurde. Da ist man juristisch dagegen
vorgegangen. Es gab Mobilisierung der Zivilgesellschaft. Heute ist die Lage eine andere. Der Kongress selbst stimmt dem nicht mehr zu. Ja, danke schön, Adriana. Eine Frage an dich. Wie siehst du die Möglichkeit der Zivilgesellschaft, sich gegen die Regierungspolitiken einzusetzen? Was kannst du dazu sagen? Nun, also ich denke, dass die Gewalt, mit der die Sachen kamen, stark war und dass wir schon große Siege verzeichnen konnten, insbesondere auf Seiten der indigenen Völker. Wir haben die Notwendigkeit gesehen, uns zu einen vor dieser großen Bedrohung und gemeinsam Kräfte zu einen und die brasilianische Gesellschaft gemeinsam aufzubauen. Das hat die Gesellschaft auch schon gezeigt, dass sie es kann im Bereich der Bildung. Wir haben auch zum Beispiel das Gebäude des Umweltministeriums gemeinsam umarmt und haben so gezeigt, dass wir Widerstand leisten. Aber auch im Nationalkongress haben wir eine große Veränderung erlebt. 50% der Abgeordneten wurden ausgetauscht. Obwohl es ein konservatives Gremium ist, haben wir viele neue Stimmen dort, die auch ein Interesse an sozioökologischen Themen haben. In diesem Sinne haben wir also unterschiedliche Wege gefunden, um konsistente Debatten im Kongress aufzubauen und so auch schon einige wichtige Siege zu verzeichnen, wie zum Beispiel diese Veränderung. Als nämlich die Regierung ihren Vorschlag vorgelegt hat für die Umstrukturierung des Staates, normalerweise wird das immer am ersten Tag der Regierung getan und der Kongress nickt das eigentlich einfach immer nur ab, weil der Kongress normalerweise die Regierung respektiert. Bei diesem Mal gab es aber mindestens zwei Veränderungen, die sehr radikal waren. Nämlich erstens, dass die FUNAI, die brasilianische Behörde für indigene Angelegenheiten, dem Ministerium für Menschenrechte entzogen wurde und auch die Demarkierung für indigene Territorien wurde dem Landwirtschaftsministerium unterstellt, was sich vor allem ja den Interessen des Agrobusiness widmet. Und das waren Dinge, die der brasilianischen Verfassung entgegenstanden. So wurde also darum gebeten, diese Änderungen abzuändern sozusagen. Und das wurde auch so angenommen. Eine weitere Veränderung war das Regierungssekretariat, also was mit im Präsidialpalast sitzt bei der Regierung. Dieses hatte also die Aufgabe bekommen, die Aktivitäten der Zivilgesellschaft zu überprüfen und zu koordinieren. Und das ist ebenfalls etwas, was in der Verfassung festgelegt ist, dass dies so nicht möglich ist. Insofern wurde auch diese Bitte, diese Änderung nicht umzusetzen, angenommen. Letztlich wurde auch eine Maßnahme angenommen, dass das Waldgesetz ein bisschen aufgeweicht werden konnte. Und beziehungsweise dieser Vorschlag wurde gemacht und der Senat hat ihn abgelehnt. Insofern sehen wir, dass wir jeden Tag eine Art Widerstand aufbauen müssen, auf unterschiedliche Art und Weise. Wir erleben in unserem Land gerade eine Flut von Fake News, eine Art Plage in Brasilien. Und wir müssen daran arbeiten, die Qualität der Informationsmechanismen in der Gesellschaft zu verbessern und dazu beizutragen, dass man auch im Nationalkongress Alternativen sieht. Außerdem müssen wir natürlich selbst auch auf die Straße gehen und Widerstand leisten und der Regierung zeigen, also eine Regierung, die von 30% der Bevölkerung unterstützt wird, zeigen, dass die Gesellschaft das, was die Regierung möchte, die Vorschläge, die die Regierung macht, nicht möchte.
Wir machen den Witz in Brasilien immer, dass wir jeden Tag ein neues 7:1 erleben. Denn jeden Tag erleben wir wieder eine Dekonstruktion von bestimmten Rechten. Ja, die letzte Frage geht jetzt noch einmal an Eliane. Du bist ja aktiv, wie gesagt, in sozioökologischen Konflikten. Hast du denn keine Angst? Wurdest du bereits selbst einmal bedroht? Denn wir wissen ja, dass das eine sehr gefährliche Tätigkeit ist und du fährst auch aufs Land und gehst an den Ort des Geschehens der Konflikte. Ja, also ich hoffe jetzt, dass meine Mutter hier nicht zuschaut. Also es ist ja so, Thomas, in Brasilien und in Amazonien erleben wir eine so tiefe Ungerechtigkeit, dass die Menschen, die wir vertreten und deren Rechte wir versuchen einzuklagen, ja, häufig sich an uns wenden, weil wir einfach der letzte Strohhalm sozusagen sind. Wir haben also eigentlich gar nicht die Möglichkeit, überhaupt Angst zu haben. Das Ministerio Público ist ein Ort, an dem die Menschen kommen, die jeden Tag diesen Druck leben, diese Bedrohung leben. Und wenn wir in so extremer Ungleichheit uns bewegen, dann müssen wir natürlich uns darüber klar sein, dass wir immer auch exponiert sind, aber dass die Gesellschaft uns auch einen bestimmten Rückhalt bietet. Denn wir sind ja nicht direkt bedroht von diesen Konflikten und von der Gewaltandrohung, sondern es sind diejenigen, die wir vertreten. Deswegen sollten wir, bevor wir selbst Angst haben, immer erst an die Angst derjenigen denken, die wir vertreten, die ja viel schlimmer ist. Die Herausforderungen sind sehr groß. Und die um sich greifende Gewalt wird immer stärker. Erst gestern wurde ein Landarbeiter im Pará umgebracht. Und das sind Dinge, die wir fast täglich erfahren. Wir erfahren täglich von schlimmerer und schlimmerer Gewalt. Wir befinden uns also in einer Situation, in der wir es noch nicht geschafft haben, einen Wandel, einen strukturellen Wandel umzusetzen, obwohl wir so dringend diese Agrarreform zum Beispiel benötigen. Wir müssen die Territorien der traditionellen Völker wirklich sicherstellen und schützen. Für Amazonien gibt es keinen anderen Weg. Es gibt auch keinen anderen Weg, um Frieden auf dem Land zu sichern. Und das geht immer nur darüber, dass wir die Rechte der traditionellen Völker in Amazonien sicherstellen. Wenn wir also, wie gesagt, Frieden auf dem Land haben möchten, wenn wir Landkonflikte beilegen wollen, dann müssen wir die indigenen Territorien ausweisen, Territorien von Extraktivisten, also traditionellen Sammlervölkern, von Flussanrainervölkern und von all diesen Völkern, die dort leben, und diese dann wirklich auch sicherstellen. Nur so können wir ein Amazonasgebiet schaffen, was wirklich auch die Versprechen hält, die uns ja die Natur eigentlich gibt: Überfluss, Reichtum, Diversität. Das ist der einzige Weg. Und das ist auch unsere Rolle als Ministerio Público, dies sicherzustellen. Und um nun zum Schluss zu kommen, das Ministerio Público von Pará und auch die einzelnen Sitze der Staatsanwaltschaften in den unterschiedlichen Gebieten werden von 5 Frauen geführt. Ja, und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen scherzen. Ich weiß nicht, ob es genauso laufen würde, wenn diese Sitze von Männern geführt werden würden. Ja, wir werden oft gefragt, warum wir als Frauen das tun. Und das ist interessant, denn häufig ist man ja überrascht, dass Frauen quasi an der Front stehen. Nein, das ist natürlich ein Witz. Ich weiß, du bist in keinem Fall irgendwie Machist oder
Ja, es ist also irgendwie auch ein Gedanke, den ich hier mit Ihnen teilen möchte. Denn als Frau aus dem Amazonasgebiet an der Front zu stehen, das ist irgendwo etwas, was ja auch die Strukturen, die bestehenden, in Bewegung bringt. Okay, Eliane, obrigado. Non sei se uma... Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich Machista bin, aber ich bin auf jeden Fall ein großer Bewunderer deiner Arbeit. Und es ist wirklich ganz toll, dich heute hier zu haben in Berlin, das zweite Mal. Du warst ja schon einmal da, die Böll-Stiftung. Ja, begleite dich also bei diesem bewundernswerten Kampf. Portugiesisch radebrechen und wechsle wieder zu Deutsch und fordere das Publikum nun auf oder bitte euch, sie gebe euch Gelegenheit, sich einzumischen mit Beiträgen und Fragen. Wir haben irgendwo ein Raummikrofon, hoffe ich. Da ist es, da hinten. Ne? Also wer möchte sich zu Wort melden? Ich würde vorschlagen, wir sammeln so drei Fragen ungefähr und geben dann wieder hier an unser Podium zurück. Bitte sehr, wer? Da sehe ich eine erste Wortmeldung. Eine. Wäre nett, wenn ihr euch kurz vorstellen könntet, wenn ihr euch zu Wort meldet. Ja, vielen Dank. Ich bin wirklich ganz gerührt, diese beiden Frauen hier zu sehen. Mein Name ist Marina, ich lebe in Berlin. Und ich arbeite mit Dokumentarfilmen von indigenen Völkern seit etwa 10 Jahren. Und ich wollte eine Frage an Adriana und eine an Eliane stellen. Für Adriana, als klar war, dass Bolsonaro die Wahl gewinnen würde, habe ich mit meinem Bruder gesprochen. Und ich sagte, Bruno, kommt ihr schon zusammen, CIME, ISA, all diese Institutionen, die ja im Umweltbereich aktiv sind und die auch gegründet wurden, als diese große Gefahr schon einmal bestand? Diese müssen jetzt wieder auf den Plan gerufen werden. Ich weiß, es ist immer schwer, es gibt Kampf um Ressourcen und so weiter. Wir sind ja alle Menschen im Endeffekt. Aber ist es nicht so, dass ihr dem vorgreift, diesem Tsunami, dieser Welle, die auf euch zukommt? Und Bruno hat nicht geantwortet, er wusste nicht, was er sagen sollte. Denn er wusste auch gar nicht, wie man überhaupt diese Einheit wieder schaffen könnte. Im Parlament kam es zu einer parlamentarischen Front der indigenen Völker. Und ich habe weiterhin irgendwie diese Unruhe in mir. Wann werden sich diese ganzen unterschiedlichen Organe, die Bevölkerung zusammenfinden? Ist es nur an der Basis? Macht ihr auch diese Basisarbeit? Und könnt ihr vielleicht auch diese Barriere aufbauen? Schafft ihr es, die Gesellschaft auch zu aktivieren? Das ist doch eine wichtige Arbeit, aber vielleicht ist es auch ein falscher Eindruck meinerseits. Wird es so eine Front in der Gesellschaft geben? Und ich habe wirklich diese Hoffnung. Ich weiß, ihr seid ernsthaft und ich weiß, das Amazonasgebiet, es kann sein, dass es sich nicht von dem erholt, was jetzt auf es zukommt. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe optimistisch zu bleiben und ich hoffe, dass wir ja irgendwie es schaffen, zusammenzufinden und nicht immer zwischen denen und uns zu trennen. Eliane. Du hast von dem Erdölunternehmen aus Norwegen gesprochen. Das ist ja ein teilweise staatliches Unternehmen, also kein Privatunternehmen vollständig. Ich weiß nicht, zu welchem Anteil. Wie hat sich denn Norwegen überhaupt da verhalten? Ich habe keine öffentliche Stellungnahme der Regierung verfolgen können in Bezug auf diesen großen Gegensatz, dass es ein staatliches Unternehmen ist, was ja die Umwelt verschmutzt und eigentlich auf das Niveau Volkswagen, auf das Niveau Bolsonaro sich niederlässt. Wir
sehen ja, dass der Amazonasfonds vor allem von Norwegen und von Deutschland unterstützt wird und gleichzeitig passiert dann sowas. Das ist doch irgendwie, ja, das muss doch unsere Aufmerksamkeit erregen. Ja, vielen Dank und macht weiter so. Noch eine Frage? Werner? Und danach hier vorne. Anna Württele, Lateinamerika-Forum. Mich würde interessieren, was ihr glaubt, mit wem die deutsche Entwicklungszusammenarbeit noch zusammenarbeiten kann heutzutage. Das Umweltministerium scheint ja nicht mehr in Frage zu kommen. Ist die bessere Alternative tatsächlich das Landwirtschaftsministerium? Oder soll die deutsche Entwicklungszusammenarbeit jetzt sagen, es hat uns gereicht, es geht nicht weiter, wir gehen jetzt raus? Jetzt noch eine letzte Frage, der Mann davon. Dann bist du in der nächsten Runde bist du dran, Clarita. Woher kommen die größten Bedrohungen für den Amazonas? Und kommt es auf offiziellen Quellen wie der Regierung oder oft aus illegalen Operationen? Und ich würde auch fragen, wie gemeinnützige Organisationen oder Institutionen wie das Amazon Forum am besten helfen können. Okay. Das waren drei Fragen jetzt, kurz und komplex und lang und komplex. Wer möchte antworten? Quem quer gostaria começar de vocês para responder? Wer möchte denn anfangen zu beantworten? Ich möchte diesen Fall noch einmal erklären. Es ist ein öffentliches Unternehmen. Nein, es ist ein öffentlicher Fall, deswegen kann ich darüber sprechen. Vor einem Jahr haben wir die Anzeige im Ministerio Público erhalten auf Unionsebene, dass das größte Unternehmen, Hidrelo Norte, illegal und ohne Aufbereitung Schadstoffe in die Umwelt abgeleitet hat. Und nach einem großen Regen im Munizip, also in der Gemeinde Bacarena, eine Gemeinde, die eine sehr komplexe Situation hat, nämlich unterschiedliche internationale Unternehmen, die dort tätig sind. Und wir haben also angefangen, Nachforschungen anzustellen. Und das Ganze wurde leider bestätigt. Das Ministerio Público hat drei geheime Rohre gefunden, die von dem Unternehmen auf illegale Art und Weise installiert wurden und die auch der ohne die jeweilige Umweltlizenz liefen und die völlig fern von jeglicher Umweltkontrolle waren. Es war ganz klar, dass diese Schadstoffe ohne und dieses Abwasser ohne jegliche Aufbereitung in den Fluss abgeleitet wurde oder sogar auf das Land geleitet wurde. So wurde eine Spezialeinheit gegründet vom Staat, vom Ministerium auf Bundesstaatenebene. Und wir haben eine Maßnahme aufgelegt, die besagte, dass 50% der Produktion eingestellt werden mussten. Vor einigen Jahren war dieses Unternehmen noch ein völlig staatliches Unternehmen in Norwegen, aber vor 3 bis 4 Jahren wurde sie zum Teil privatisiert. Und das Kapital wurde in die Hände von einigen Investoren gelegt. 50% der 30%, Entschuldigung, hält noch Norwegen als Staat anteilig. Also schon ein großer Teil. Der erste Schritt, den wir aufgelegt haben, war eine der internationalen Führung des Unternehmens und dem Unternehmen auf nationaler Ebene eine Empfehlung auszusprechen und auch die
Sie zu bitten, die Menschenrechtsverpflichtungen, die Sie in Ihrer eigenen Charta festgelegt haben, aber auch die UNO-Resolution umzusetzen. Und eines der Resultate war, dass die internationale Direktion dem Ministerio Público vorgesprochen hat. Und von da an gibt es nun unterschiedlichste Kapitel dieser Art Telenovela, die sich dort abspielt. Wir haben sogar jetzt erlebt, dass das Unternehmen jetzt eine Anklage gegen uns erhoben hat. Wir haben zum Beispiel eine Regulierung, die besagt, dass wenn jemand sich nicht konform verhält, wir die Zusammenarbeit abschließen können. Und wir haben diesen Fall also erlebt. Das Unternehmen versuchte, uns zu zwingen, ihre Konditionen zu übernehmen oder seine Konditionen zu übernehmen. Und ja, also ich versuche jetzt hier das alles zusammenzufassen, aber es ist eigentlich nicht möglich. Unterschiedlichste Situationen sind aufgekommen in diesem ganzen Prozess. Dennoch ist es eine Referenz. Denn das, was uns besonders beeindruckt hat, war, dass man versuchte, strafrechtlich gegen den Forscher des Institut Chavez vorzugehen, der die Analyse der Proben, die die Verschmutzung feststellten, autorisierte. Dieser Forscher ist ein sehr bekannter Forscher vom Instituto Evandro Chagas, ein Institut, was schon seit über 50 Jahren im Amazonasgebiet aktiv ist, eines der wenigen Institute, die zum Beispiel Ebola-Tests durchführen. Und trotz dieser traurigen Überraschung haben wir nun also gesehen, dass derjenige, der also diese Forschergruppe angeführt hatte, im Endeffekt nicht belangt wurde. Die Judikative hat diese Anklage abgelehnt. Aber wir können hier ganz klar sehen, dass es eine gravierende Situation ist. Seit Bacarena gegründet wurde vor 30 Jahren, gibt es dort also fast eine ein Umweltvergehen pro Jahr, sei es das norwegische Unternehmen, ein französisches Unternehmen und andere, die Verschmutzung, die Umwelt verschmutzen und Umweltverbrechen irgendwo begehen. Ich habe keine einzige Positionierung des Landes Norwegen erhalten, sondern nur von dem Unternehmen, und zwar in die Richtung, die ich ja bereits erwähnt hatte. Wir müssen auch das Positive stehen lassen. Nach 9 Monaten von Kämpfen und hin und her, Embargos und unterschiedlichen Aktionen hat das Unternehmen akzeptiert, dass Notsituationen gelindert werden, so wie zum Beispiel die Wasserversorgung für die Gemeinde. Das Unternehmen hat auch freiwillig Wasser gestellt, aber es war nicht von dem jeweiligen von dem lokalen Unternehmen beziehungsweise es wurde bewertet und es wurde gesagt, dass dieses Wasser sogar verschmutzt ist. Das heißt, es wurde jetzt Wasser zur Verfügung gestellt, Nahrungsmittel wurden zur Verfügung gestellt und viele Menschen haben zum Beispiel ihre Aussaat verloren. Und es hat also 9 Monate gedauert, bis man hier in diesem Bereich entschädigt wurde. Gerne. Adriana. Ja, danke, Marina.
Ich glaube, dass mit all diesen Schwierigkeiten, vor allem denjenigen, die auch zu tun haben mit den Indigenen, so haben wir doch schon eine Mobilisierung auf nationaler Ebene, abgesehen von der Mobilisierung der Indigenen, die jedes Jahr passiert. Und unsere Absicht ist es, dass wir uns gegenseitig stärken, vor allem die sozioökologischen Strömungen, die, so hoffen wir, sich vernetzen werden. Die Gesellschaft ist sehr vielfältig. Sie erfindet verschiedene Formen des Widerstands. Und wir haben versucht, uns gegenseitig zu stützen, zu unterstützen und haben auch angeregt, dass verschiedene Fronten entstehen, als beispielsweise die Schüler und die Studenten und die Professoren auf die Straße gesehen haben, dann waren auch wir Umweltschützer mit beteiligt. Das ist ein neues Moment für uns, das vielleicht in der Lage ist, einen Beitrag zu leisten zu einer Neuorganisation der Gesellschaft. Werner, in Bezug auf die Kooperation, auf die Zusammenarbeit, ich denke, Brasilien braucht noch weiterhin die internationale Zusammenarbeit. Wir können die Gesellschaft nicht ausschließen. Die soziale Kontrolle, die Partizipation der Gesellschaft zu stützen und zu stärken, das, glaube ich, ist weiterhin erforderlich. Und die Zusammenarbeit darf nicht nachlässig werden, dass absurde Vorschläge gemacht werden. Die deutsche Regierung hat ja in dieser Woche Stellung bezogen gegen den Vorschlag, den die brasilianische Regierung hinsichtlich Amazoniens vorgelegt hat. Auch die norwegische Regierung hat sich dagegen ausgesprochen. Und ich denke, das hat eine tiefgreifende Wirkung. Welche sind die größten Risiken? Die größten Risiken sind, dass die Vorschläge, die die Regierung macht zur Entwicklung Amazoniens, dazu führen, dass das, was heutzutage illegal ist und unakzeptabel, legalisiert wird. Zum Beispiel das Goldschürfen innerhalb der indigenen Gebiete. Das ist verboten. Das wäre ein externer Einbruch in die traditionellen Tätigkeiten der Indigenen. Wir müssen diese Dinge aufzeigen, auch auf internationaler Ebene, und zeigen, dass Brasilien das Risiko eingeht, das, was es der Welt anzubieten hat, negativ zu belassen. Dankeschön. Dann können wir hier eine zweite Fragerunde anfangen. Rita und dann da und da und da. Das haben wir jetzt vier Wortmeldungen. Nehmen wir die jetzt und dann wieder gehen wir zurück. Clarita, bitte. Ich habe zwei Fragen. Und zwar, die erste Frage ist, die Eliani hatte gesagt, dass es sehr viel Gewalt gibt gegenüber Quilombolas, dass das sehr zugenommen hat. Und ich habe gelesen, dass es ein Projekt gibt, Calha Norte, wo eben Quilombola-Land und auch Land von Territorien, indigenen Territorien in Gefahr ist, durch einen Bau eines Wasserkraftwerks am Trombetas, eine Straße von Amazonas Richtung Suriname und eine Brücke über Amazonas. Ein sozusagen gigantomanes, typisches Diktaturenprojekt, was ja auch die frühere Militärregierung auch so Riesenprojekte Calha Norte hatte, aber nicht durchführen konnte. Da ist meine Frage einmal, was ist die Gewalt gegenüber den Schwarzen und wie sieht es aus mit diesem Projekt oder anderen Großprojekten, weil wir hier nicht genau wissen, wie das wirklich in Brasilien ist. Meine zweite Frage ist,
die APIB hatte bei dem Campo Libre. Musst du kurz erklären, was APIB ist vielleicht? Also die Organisation der Indigenen, der Zusammenschluss, die haben eine große Campo Libre gemacht, ein Campamento in Brasilia vor kurzer Zeit und haben da vor allen Dingen gefordert, dass man nicht mit den Zerstörern arbeiten dürfe. Das heißt, sie haben angesprochen die Frage der Wirtschaft und Menschenrechte. Und daraufhin hat sich in den USA eine Kampagne gebildet gegen BlackRock. BlackRock, don't destroy our Amazon. Und ich fand es sehr interessant, weil es sind drei Organisationen in den USA, die da mitmachen. Amazon Watch, Sierra Club und Sunrise Project. Ich kenne nur zwei von ihnen, Sunrise kenne ich nicht. Aber ich finde es sehr interessant. Und sie sagen, dass BlackRock die Finanzierung auch von Unternehmen in Amazonien fördern, die eben genau diese Negativwirtschaft in Amazonien machen, die nicht nachhaltig ist. Und also mich interessiert, ob das in Brasilien diskutiert wird. Mich interessiert, ob das hier in Deutschland überlegt wird, dass man sowas mitmacht. Und mich interessiert, ob es andere solche Initiativen gibt, die APIB gefordert hat, nämlich 27 Unternehmen in USA und Europa haben zusammengearbeitet mit Unternehmen in Brasilien, die indigenes Land invadiert haben. Und ich fände es sehr wichtig, dass wir uns darüber austauschen. Danke, Clarita. Sehr gut. Dann war hier vorne, ne? Boa noite, meu nome é Luca. Ja, mein Name ist Luca. Ich habe eine punktuelle Frage. Es gibt ein Programm, Mais Médicos, mehr Ärzte. Und als dieses Programm aufgelöst wurde mit der Regierungsübernahme von Bolsonaro, ich möchte also wissen, was für eine Auswirkung das hat auf die Region Amazonien, auf die Indigenen und so weiter. Ja, das Saúde mit dem Gesundheitsministerium in Brasilien, das zu Beginn der Regierungszeit von Bolsonaro aus Gründen, die gleich erklärt werden, eingestellt wurde. Ich wollte von allein fragen, ist das Ministerio Público, hat das Ministerio Público die Art, Strafprozesse zu öffnen? Ministerio Público tem a autoridade. Und wenn ja, dann in Praxis, wie sieht das aus? Gibt es solche Strafprozesse wegen Umweltverbrechen in diesem Fall? Hallo, mein Name ist Lau. Vielen Dank fürs Kommen. Und meine Frage ist simpel und kompliziert zugleich. Und zwar, was kann die Politik tun? Was können Organisationen und Initiativen tun? Und was können Privatpersonen tun? Welche Möglichkeiten der Kooperation und des Supports gibt es? Gut, das reicht, glaube ich, auch. Wenn noch eine Frage ist, dann können wir dem jetzt mal dazu. Und dann haben wir ja schon eine relativ große Runde jetzt zu beantworten. Ja, die Frage passt zu der Frage gerade vorher. Was wäre euer Wunsch, wie wir in Europa reagieren können, besser, stärker reagieren können? Es gab vor kurzem einen Science-Artikel darüber, dass die EU eigentlich immer noch wunderbare Deals schließt mit Brasilien, zum Beispiel über Soja und so weiter, die nicht an Regeln geknüpft sind. Also das ist ziemlich doppelbödig, was von uns auskommt. Wir regen uns auf, aber auf der anderen Ebene passieren andere Sachen. Was wäre euer Wunsch? Mehr Journalismus, mehr Berichterstattung oder mehr Druck, politischer Druck? Oder wie kommt der zustande? Gut.
zur Ergänzung zu dem Bellem Science war auch ein Aufruf jetzt von Wissenschaftlern, die Verhandlungen EU-Mercosur abzubrechen. Und das war mal so auch ein konkreter Aufruf, was zu tun. Also die Deutschen verhandeln ja auch über ein Abkommen mit dem Mercosur, die EU-Mercosur, über ein Freihandelsabkommen, Wirtschaftsabkommen. Die Frage ist, ob man das fördern könnte, diese Verhandlungen einzustellen und sagen, erst wenn Brasilien zu rechtsstaatlichen Maßstäben zurückkommt und seine Verpflichtung auch gegenüber der Bevölkerung und den Rechten der Bevölkerung und der Umwelt einlöst, dann können wir wieder überhaupt über ein Freihandelsabkommen verhandeln. Das waren so auch in dem Kontext konkrete Forderungen, auch die aufgekommen sind. Ja, jetzt wieder Star Convoces, Aikio. So, ihr habt jetzt die Möglichkeit zu antworten. Es sind viele Fragen gewesen, komplexe Fragen. Mal sehen, ob ihr auf alle Fragen eine Antwort habt. Vielleicht müssen auch wir Deutsche Antworten liefern, aber ihr könnt uns vielleicht wichtige Hinweise geben. Ja, ich glaube, dass Eliane den Fall Trombetas besser kennt als ich und diese Infrastrukturprojekte, die zitiert wurden, die hängen natürlich nicht zusammen mit einer nachhaltigen Entwicklungsvorstellung für die Region, also diese Brücke über den Amazonas. Das alles sind Projekte aus den 70er Jahren. Es sind keine Projekte, die man heutzutage noch will. Es ging damals um eher eine militärische Okkupation der Region Amazonas. Heute wird eher wirtschaftlich gedacht. Dieses indigenen Camp Terra Livre, das kann schon eher ein Punkt unserer Unterstützung sein, sodass die Unternehmen, die indigene Ländereien beeinträchtigen und dort produzieren, ja, dass man da die Bevölkerung aufklärt, dass eine Rückverfolgbarkeit gewährleistet wird für diese Produkte, damit die Konsumenten wissen, woher das herkommt, was sie konsumieren. Es gibt aber auch positive Beispiele, die wir nicht benachteiligen möchten. Da muss man unterscheiden. Wir müssen also ganz konkret solche Unternehmen benennen. Und da gibt es auch andere Initiativen diesbezüglich. Ich denke, dass alle Menschen sich äußern sollten, also öffentlich aktiv werden, auch in Europa beim Europäischen Parlament das Wort ergreifen sollten, um aufzuzeigen, wie die Initiativen dieser Organe Brasilien wieder auf einen besseren Weg bringen könnten. Die Position der brasilianischen Regierung in Bezug auf das, was sie Globalismus nennen und internationale Interessen, da weiß ich nicht, ob es hilft, wenn Brasilien außen vor bleibt. Man kann ja nur die Länder, die an dem Abkommen beteiligt sind, verpflichten. Die Länder müssen eben teilnehmen an diesen Verhandlungen, damit man sie zwingen kann, zu antworten. Die OECD beispielsweise hat ja verschiedene Parameter der Einhaltung der Menschenrechte und so weiter und so fort. Und wenn Brasilien dazu gehört, dann wird es sicherlich zur Raison gerufen und muss Position beziehen. Was die Ärzte betrifft, ja, also das Programm Mais Médicos, mehr Ärzte,
kam vor allem den Indigenen im Amazonas zugute. Jetzt ist da ein großes Loch. Sie sind nicht mehr da, diese Ärzte. Und wir wissen, dass die kubanischen Ärzte sind ja schon nach Brasilien geholt worden, weil die brasilianischen Ärzte keine Lust haben, ins Binnenland zu gehen, um dort ihren Beruf auszuüben. Es gibt einen Podcast, der allwöchentlich passiert über ein Institut, vor allem über diesen Bereich, die Gesundheit der indigenen Bevölkerung. Und da kann man also auch alle Informationen erreichen, die ich jetzt nicht auswendig weiß, also die Zahlen und so weiter. Clarita, ich kann dir da leider nicht ganz genau antworten. Ich denke, die Sorgen in Bezug auf dieses Projekt sind Sorgen, die ich definitiv teile und die man haben sollte. Diese Region im Bundesstaat Pará von Trompetas ist eine der sensibelsten Regionen in Bezug auf die Umwelt, die wir in Pará haben. Aber aus sozioökologischer Sicht ist einer der Bereiche, die eine doppelte Aufmerksamkeit erfordern. Denn dort war eine der ersten größten Bergbau Katastrophen. Denn dort wurde zum Beispiel der See Batata verschmutzt. Und das sind also hier Gedanken, die du geäußert hast, mit denen ich völlig übereinstimme. Ja, man muss da ganz vorsichtig sein. Ein Kommentar dazu noch. Das, was uns besonders Sorgen bereitet, ist nicht, dass es alte Projekte sind, die quasi wieder aufgewärmt werden, sondern das, was uns besondere Sorgen bereitet, dass die Entwicklung, die Wahl der Entwicklung gegen das steht, was man auf lokaler Ebene entscheiden würde. Also völlig über den Kopf hinweg, völlig gegen das lokale Potenzial und die lokale Willensbildung. In diesem Bereich gibt es ein großes Reichtum, wenn es um zum Beispiel die traditionellen Extraktivismus, Sammlerei und so weiter geht. Die Quilombola-Gemeinschaften haben zum Beispiel sich auch im Bereich Ökotourismus weit entwickelt. Und das ist ein wirtschaftlicher Bereich, der sehr wichtig für sie ist. Und das wird völlig außen vor gelassen. Es ist also ein großer Rückschritt in der Geschichte des Amazonasgebietes hin zu Projekten, die sich überhaupt nicht um das Wohl der Anwohner drehen. Es gibt unterschiedliche Gefahren für das Amazonasgebiet. Das war die Frage, die gestellt wurde. Und es wurde auch die Frage gestellt, was getan werden kann, auch aus Europa, um hier an der Debatte teilzuhaben. Und diese beiden Fragen gehören zusammen. Welche ist die größte Gefahr für das Amazonasgebiet? Ja, es sind viele. Wir können nicht eine große Gefahr hier herausheben für das Biom oder für die Soziobiodiversität des Amazonasgebietes. Es ist ein ganzes Mosaik an besorgniserregenden Dingen. In den letzten 10 Jahren waren es große Infrastrukturprojekte, die ohne Zweifel die größte Bedrohung darstellten. Und das sind Bedrohungen, die auch häufig in die Tat umgesetzt wurden. Schon alleine das Stauwerk am Tapajós für die Munduruku-Völker, die ja versucht haben, sich dagegen zu stellen.
Aber ohne Zweifel waren also diese großen Infrastrukturprojekte auch die größten Bedrohungen. Auch in Altamira zum Beispiel, der Gemeinde, die bei Belomonte liegt, bei dem großen Staudamm. Und das Ganze, die Entwicklung auch in den letzten Monaten dort, hat damit zu tun. Das heißt, es steht immer im Konflikt mit dem Potenzial, was auf lokaler Ebene besteht. Auch große Bergbauvorhaben und man weiß ja um die delikate Situation in Bezug auf den Bergbau in Brasilien. Auch Mariana, dann Brumadinho, das sind alles Geschehnisse, die zeigen, dass unsere Sorgen durchaus berechtigt sind und die auch aufzeigen, wie diese Projekte in unserem Land gehandhabt werden. Belo Santo zum Beispiel war eins der größten Projekte auf der ganzen Welt eigentlich. Belo Santo ist ein Vorschlag eines kanadischen Unternehmens, was vorhat, ein Bergbauunterfangen zum Goldabbau durchzuführen, und zwar eines der größten Projekte der Welt. Außerdem das Projekt Belomonte mit drei, also größer als Belomonte, noch mit drei großen Explosionen pro Tag. Und ich habe auch an diesem Fall gearbeitet als eine der Beraterinnen, und ich war die Einzige, die dagegen gestimmt hat, dass diese Lizenz vergeben wird. Das ist ein ganz klares Beispiel dafür, wie viele Herausforderungen vor uns stehen. Ich habe über Mariana gesprochen und Brumadinho. Und wenn wir diese Umweltlizenz anschauen, gegen die ich gestimmt habe, die vergeben wurde und die nun wieder eingezogen wurde von dem Bundesgericht, dann stellt sich die große Frage, wie eigentlich diese täglichen Explosionen mit dem Staudamm Belomonte zu tun haben. Es sind synergische Effekte, die sich gegenseitig, wo sich beide Projekte gegenseitig beeinflusst haben. Eine große Sorge zu Bergbauunterfangen in Altamira, im Amazonasgebiet. Auch hier war die Umweltlizenz wird verhandelt, und es wurde gesagt, dass es zu keinen Explosionen kommen würde und auch zu keinem Erdbeben sozusagen, das daraus hervorgehen könnte. Und genau dasselbe ist auch schon im Fall Mariana geschehen. Ja, die Tragödie Mariana ist vergangen, und das, was ich jetzt hier hervorheben möchte, ist die Sorge um die Richtigkeit der Lizenzvergaben. Es ist ein organisiertes, fehlende Verantwortung. Man sagt zwar, dass es keine Auswirkungen geben wird, aber es gibt sie dann letztlich. Infrastrukturvorhaben, Bergbau etc. Das sind delikate Themen. Ebenso Agrotreibstoffe. Das ist ebenfalls eine große Gefahr für das Amazonasgebiet. Hängt es mit dem Amazonasgebiet zusammen? Ja, der Markt um Ländereien wird aufgeheizt. Wir verfügen über ein großes Unternehmen, Festac, und ein anderes Unternehmen, gegen das ich auch vorgehen werde im Rahmen einer Klage. Und dieses Unternehmen hat zum Beispiel schon sich installiert in einem Quilombola-Gebiet, und einige der Anwohner sind bereits gestorben und dem zum Opfer gefallen. Das sind ja die
Beispiele für die großen Bedrohungen. Und die Hauptbedrohung ist diese organisierte fehlende Verantwortung. Wir sollten also unsere Sorgen darauf konzentrieren. Entschuldige, Thomas, dass ich immer nicht schaffe, mich kurz zu fassen und vielleicht jetzt auch gar nicht alles beantwortet habe. Was kann man nun also tun? Alles. Man kann alles machen, was im legalen Rahmen sich bewegt. Man kann zum Beispiel Klage erheben. Man kann auch Aktivist auf Facebook sein. Das ist meiner Meinung nach auch in Ordnung. Dafür sind doch diese sozialen Netzwerke da, dass wir andere Sichtweisen einnehmen, eine öffentliche Debatte anregen. Man kann alles tun. Hauptsache, man nimmt die aktive Rolle des Konsumenten ein, des Bürgers und Konsumenten. Ja, zuvor waren wir nur Bürger, jetzt mittlerweile sind wir vor allem auch zu Konsumenten geworden, denn die Rolle der Märkte ist sehr groß. Das ist keine kleine Rolle, die die Märkte einnehmen. Deutschland ist zum Beispiel ein sehr wichtiges Land für Brasilien. Und deswegen sage ich gerne, wenn wir heute in Pará, in dem Bundesstaat, wo ich bin, ein Justizsystem haben, was es schafft, Umweltvergehen zu verklagen, dann danken wir das dem deutschen System, weil viele der Vertreter unseres Systems in Deutschland ausgebildet wurden. Man kann also wirklich alles tun. Man kann auch fordern, dass es Kohärenz in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit geben muss oder in der deutschen Zusammenarbeit generell. Und ich denke, das ist etwas, was es auch gibt. Aber es sollte Transparenz geben, auch ein Wissen um die Effekte, die man erzielt. Das alles sind wichtige Dinge, die man tun kann. Man kann sogar, wenn man nur eine einzige Sache wählen muss, kann man den Kampf um die Rechte für traditionelle Völker unterstützen. Das ist der effektivste Weg, um das Amazonasgebiet zu schützen. Und da habe ich keinen Zweifel dran. Ja, genau das. So, bevor wir noch zur einer letzten Runde kommen, einige ergänzende Bemerkungen dazu, was man tun kann. Also ich glaube, eine Verantwortung von uns ist auch hier in Deutschland, Kontrolle auszuüben, was deutsche Firmen in Amazonien machen. Wir haben zum Beispiel Christian Russau sitzt hier, ne, von den kritischen Aktionären. Wir hatten eine ganze Reihe von Aktionen in den letzten Jahren, deutsche Firmen zu beobachten und zu kritisieren, die in Amazonien bestimmte Aktionen hatten. Ich möchte daran erinnern, dass inzwischen Monsanto eine deutsche Firma ist. Dass für das Modell des Agrobusiness und des Vordringens Soja, dieses Paket Roundup, Gensoja, ganz zentral ist. Wir hatten letzte Woche eine Konferenz hier vom Außenministerium organisiert, ne, wo es sehr stark um Business Opportunities in Amazonien geht. Und da war in der Broschüre ganz klar gesagt, Monsanto, ein schönes Bild mit einer absoluten Monokultur und Monsanto und die ganzen, Monsanto Bayer als große Business Opportunity in Brasilien dargestellt. Also ich glaube, da ist es für uns auch unsere Verantwortung als Zivilgesellschaft in Deutschland zu agieren. Eliane hat den gesagt, das ist ein anderer Strang. Akteure in Brasilien zu unterstützen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben eine ganze Reihe von Aktionen, die das machen. Zum Beispiel, es geht niemand von Ihnen, die Aktion Solidarische Welt, ASW, war sehr aktiv in der Unterstützung der Mundurucus in Brasilien, hat gerade bevor große Organisationen, hinterher ist auch Greenpeace eingestiegen, bevor die ankamen, sehr viel unterstützt, um die Basisorganisationen zu garantieren. Also ich glaube, da ist eine ganze Reihe von Sachen zu machen. Ich will jetzt nicht andere erwähnen, auch sind viele andere vielleicht auch hier, die sowas gemacht haben, unterstützt haben, die Politischen Stiftung, die Böll-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Also ich glaube, da ist auch eine Verantwortung, diese Akteure zu bewegen, zu motivieren, anzutreiben,
genau das zu machen, was Eliani gerade gesagt hat. Gut, und jetzt das, vielleicht noch zur Verantwortung, was auch eben Werner fragte. Wir müssen natürlich auch, da haben wir jetzt gerade heute Nachmittag diskutiert und auch gestern mit dem BMZ, wir müssen auch gucken, was die deutsche Kooperation, also die deutsche EZ, die kann sehr sinnvolle Sachen machen, wie auch erwähnt wurde, wie Adriana erwähnt hat. Sie kann aber auch problematische Sachen machen. Und Werner hat gerade erwähnt, es ist eben nicht als umsonst diese Erwähnung, die du gemacht hast, Werner, gestern auch aufkommen, ja, mit dem Umweltministerium, das läuft alles nicht so, die sind alle ein bisschen verrückt da, ne, das klappt nicht mehr so mit dem Minister. Ne. Aber im Landwirtschaftsministerium, da sind ja eigentlich ganz vernünftige Leute, mit denen kann man reden. Da sind bei uns doch irgendwelche Warnlampen angegangen, um zu fragen, ob das der richtige Weg ist, sozusagen so ein Arena-Shifting zu machen und dann zu meinen, man könnte mit dem Umweltministerium ja was genau machen. Ich glaube, da sollten wir sehr gut hingucken, den Dialog führen und auch unsere Aufgabe als deutsche Zivilgesellschaft, als Watchdog, also als Wachhund und mit Blaming und Shaming, wie es auch heute gesagt wurde, einmal da, den auch wahrzunehmen. Das heißt, auch informiert zu sein, das Ganze zu begleiten und genau hinzugucken, was gemacht wird. Gut, damit jetzt zur letzten Runde von Fragen, Anmerkungen, Kommentaren. Ja, du brauchst das Mikrofon, weil es muss übersetzt werden, sonst, Camilla, sorry. Wenn es um konkrete Unterstützung geht, auch gerade. Es gibt am 23. eine Veranstaltung in Susi. Da werden zwei Frauen auch von der indigenen Bevölkerung aus Brasilien da sein. Und sie werden uns auch ein paar Sachen erzählen und so. Und da werden wir so Soli-Sachen verkaufen, wie Essen und Getränke und so. Und das Geld geht für diese Frauen, die so ein Frauentreffen von indigener Bevölkerung Guarani Kaiowá in Brasilien planen. Von daher seid ihr auch alle eingeladen. Okay, jetzt waren aber noch mehr Fragen. Hier vorne war eine Frage. Hallo, ich bin Alexandra Schwarz-Schilling von Living Gaia e.V. Wir haben letzten November ein Projekt mit unserem Verein, der schon länger besteht und der in der Regel indigene Frauen im Bundesstaat Acre unterstützt, ein Projekt ins Leben gerufen, um die Huni Queen noch mehr zu unterstützen und zwar um ein Crowdfunding zu machen, um Land zu kaufen. Und zwar Farmland, also Land, was Farmer verlassen wollen, verkaufen wollen, aufgeben wollen, zu kaufen und direkt an die Indigenen selbst zu übertragen als Eigentümer. Ich weiß, dass die sozialen Bewegungen in Brasilien das sehr skeptisch sehen, weil sie befürchten, dass damit sozusagen die rechtmäßige, das Landgeben an die Indigenen rechtmäßig irgendwie gestört werden könnte. Ich habe jetzt aber trotzdem das Gefühl, dass, sage ich mal, die Zeit doch so eilt und dass auch die Indigenen auch stark wachsen, also jedenfalls der Stamm der Huni Queen. Dieses Land, um das es jetzt bei unserem Projekt geht, ist zwischen dem Gebiet von den Huni Queen und den Unkontaktierten. Und ich würde gerne die Einschätzung wissen, wie ihr das seht, weil eben die Nichtregierungsorganisationen, die sich ansonsten um den Amazonas-Regenwald kümmern, alle nicht in Brasilien sitzen. Die sitzen in Ecuador, in Guatemala, aber weil ja eben Brasilien selber immer sich gut gekümmert hat um den Amazonas. Das heißt, Regierungsorganisationen haben ja eigentlich diese Arbeit früher übernommen. Jetzt können wir auf diese Regierungsorganisationen nicht mehr so richtig zählen. Und ich würde gerne wissen, wie ihr das seht und ob man nicht zum Beispiel gerade um auch das lokale Potenzial der indigenen Kulturen, zum Beispiel ein Vorbildmodell sind die Ashaninka, auch im Bundesstaat Acre, die eben hervorragende, sage ich mal, Tourismus ist vielleicht falsch gesagt, aber Begegnungszentren und damit die ganze Region im Grunde aufwerten, ob man nicht solche Projekte auch von hier aus mehr unterstützen kann, weil ja die Indigenen weil es einfach auch wichtig ist, internationale Kontakte zu haben, um letztendlich dann auch Gefahr abwenden zu können. Gut, vielen Dank. Also, das ist die letzte Chance, noch eine Frage zu stellen.
stellen. Ja, jetzt nochmal, der hatte sich eben schon mal gemeldet. Dann würde ich nochmal für eine Abschlussrunde. Und Werner nochmal, ja. Und boa noite, meu nome é Thomas, eu sou diretor de fotografia de filmes documentários e minha pergunta é... Ich heiße Thomas, ich mache Dokumentarfilme und ich habe eine kurze Frage. Ich habe gehört, dass es eine Veränderung gegeben hat bei der Führung der FUNAI gestern. Gibt es da Informationen drüber? Ich hatte auch noch eine ergänzende Frage oder jetzt kommt doch noch was da anders. Ne, ja, in die Richtung war es genau so. Werner, da. Ja. Ich mache das ganz ungern, zweimal das Wort ergreifen. Wir haben am Samstag ab 14 Uhr auf dem Steinplatz eine Veranstaltung zum Klimabündnis und Klimaallianz zu Amazonien. Zu der Frage, was wir tun können, öffentliche Veranstaltungen machen, Bewusstsein schaffen, kommt hin. Wir sammeln auch Geld für ASW-Projekte in Amazonien. Also das am Steinplatz gegenüber Mensa der TU. Seid alle herzlich willkommen. Bundesprogramm bis 22 Uhr. Okay, vielen Dank also für den Hinweis. Jetzt haben wir noch die zwei Fragen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es richtig, ob es sich aber schwierig ist, ein ganz konkretes Projekt zu diskutieren hier. Ne? Aber ihr könnt jetzt erstmal reagieren auf die beiden Fragen, die noch gestellt worden sind. Ich glaube, die FUNAI-Frage ist sehr einfach zu beantworten, ne, konkret. Da haben wir schon auch drüber geredet, ne, die Wechsel an der Führung von FUNAI. Ultimas Schweifescha, Agora Kiu. Ja, wir werden jetzt zum Schluss kommen. Das sind die letzten Fragen, die noch beantwortet werden sollen. Ihr könnt natürlich auch eine Message hinterlassen hier für das Publikum und am Freitag Nachmittag gibt es noch ein Event im Bundestag. Ich denke, man kann da teilnehmen, wenn man das möchte. Es werden sehr viele Probleme besprochen, auch Probleme Europas. Denn Probleme gibt es überall, auch hier. Also das wird debattiert werden und die beiden Damen aus Brasilien werden dort sein. Das ist jetzt hier eure Chance für ein letztes Wort. Ja, ich versuche hier Ordnung zu schaffen. Ich denke, Adriana kann über die FUNAI etwas sagen. Aber hinsichtlich sämtlicher Initiativen möchte ich auch diese, die wir hier gerade erleben, zitieren. Das ist eine großartige Initiative, dass wir zusammen nachdenken als Zivilgesellschaft über die Situation, die uns in Brasilien, in Amazonien, im Umweltbereich Sorge machen, abgesehen von allen anderen, die hier angesprochen wurden. Ich weiß nicht, ob ich verstanden habe, was hier gefragt wurde, und ich kann auch nicht eine Reflexion anbringen, ohne in die Tiefe zu gehen. Aber der Ankauf von Land in Brasilien, um eine gewisse Gerechtigkeit herzustellen, das hat in Brasilien noch nie funktioniert. Weshalb und warum? Ja, es gibt der gute Wille, das gibt es. Und es gibt auch mobilisierende Faktoren. Aber das Ganze ist sehr, sehr komplex. Der Landraub, die illegale Landbesetzung in Amazonien sind nicht selten. Ich selbst hatte schon mit solchen Situationen zu tun. Dass also Geber aus Japan, den USA, Deutschland kamen und versucht haben, der Gemeinschaft A, B oder C
indigenen Bevölkerungsgruppen Land zu kaufen. Und das hat sich sehr schnell in einen Fall von sogenannter Grillaging, von illegaler Landaneignung verwandelt. Ja, in Brasilien haben wir das, was wir Jeitinho nennen. Also wir finden irgendwie einen Weg, Probleme zu lösen, aber da kann manchmal auch Illegales eine Rolle spielen. Wir müssen dennoch den Punkt auf das I setzen. Land, das ist ein Recht der indigenen Bevölkerung. Und wir dürfen das nicht umgehen. Der Kampf um das Land nicht als Privatbesitz, nicht als etwas, das man kaufen kann, das einem dann geschenkt wird, sondern als etwas, das uns gebührt und das uns der brasilianische Staat zugestehen muss. Das ist Teil der Justiz, der Gerechtigkeit als Ganzes. Und ich denke, das können wir nicht umgehen. Wir können unsere Geschichte nicht verleugnen und diese Abkürzungen, diese Schleichwege einschlagen. Ich kenne natürlich das Projekt nicht, das Sie angeführt haben, aber wir dürfen nicht dieses Potenzial des Projekts nutzen, um im Endeffekt feststellen zu müssen, dass die Rechte der Bevölkerung, der indigenen Bevölkerung geschwächt werden. Es ist alles sehr viel umfassender. Der Kampf um das Land, das ist sehr umfangreich, sehr umfassend. Territorialität, das bedeutet nicht die Anzahl der Hektar in einem bestimmten Gebiet, sondern die spirituellen, kulturellen, sozialen Sitten und Gebräuche und Werte in diesem Gebiet. Kann ja sein, dass dieses Projekt genau passt. Wunderbar. Aber wir dürfen nicht vergessen, jede Gruppe weiß, bis zu welchem Punkt sie Widerstand leisten kann oder bis zu welchem Punkt sie ihre Rechte verteidigen will, bis zum Letzten. Vielleicht ist das eine Strategie für diese Gruppe, aber ich möchte trotzdem meine Bedenken anmelden. Abschließend. Thomas, ja, ich muss mich noch mal entschuldigen, ich möchte dich nicht als Macho hier bezeichnen, das war nicht meine Absicht, aber ich weiß, dass alle dir sehr großen Respekt zollen, auch die Böll-Stiftung. Und wir haben historisch gesehen eine umfangreiche Solidarität mit Deutschland zu verzeichnen. Ich möchte hier einen Teil dieses Briefes von Curitiba de Abrampa vorlesen. Hier gibt es mehr als ein Dutzend Rückschritte im Punkt Umwelt. Und hier sagt man, es ist erforderlich, dass die öffentlichen Institutionen, die privaten Institutionen und die Zivilgesellschaft aufgerufen werden, um sich einzusetzen für das Umweltrecht und die Umweltpolitik in Brasilien als Ergebnis eines Kampfes von mehr als 30 Jahren, so dass sämtliche offiziellen Organisationen sich zusammenschließen und negative Auswirkungen in der Umwelt bekämpfen und dieser Dekonstruktion die Stirn bieten, so dass eine
Abschwächung der brasilianischen Gesellschaft in dem, was ihr wesentlich ist, vor sich geht. In diesem Kontext hat Abrampa diesen Brief von Curitiba geschrieben, um ein Gleichgewicht herzustellen. Und sie sagt, wir sind aufmerksam, wir sind aktiv innerhalb der Institutionen, um die Grundrechte, die Menschenrechte, die in der Verfassung von 1988 vorgesehen sind, vor allem in Artikel 225. Und die aufgerufen wird, die brasilianische Gesellschaft sich zu engagieren in diesem Kampf. Das ist nicht nur das, was ich hier zu sagen habe als Vertreterin des Ministerio Público in Umweltfragen, aber das ist das, was das Ministerio Público für ganz Brasilien sagt, das uns bittet, dass wir aufmerksam sind, dass wir die Vorgänge im Umweltbereich in Brasilien beobachten und aktiv werden pro Amazonien. Vielen herzlichen Dank. Bon. Nun, Thomas, wir haben uns auch gefragt, warum die Landwirtschaft Fraktion ja den Kopf rollen lassen hat von der FUNAI-Direktion. Und mir scheint es so, dass es ja eine Art Kampf innerhalb der Regierung gab bezüglich des Segments der Regierung, die die Übermacht über die Indigenen haben würde. Es ging um den Agrobusiness, Militärs oder die Evangelikalen und Pfingstkirchler. Und das Ministerium, unter dem das, die FUNAI untergeordnet war, hatte ja diesen Bezug. Ich denke, das konkrete Element, was dazu geführt hat, war, dass der Sekretär für Landfragen und der auch persönlich involviert war in Milizengruppen, die in Mato Grosso do Sul indigene Territorien versucht haben, sich anzueignen. Und man forderte also, dass die indigenen Territorien vom öffentlichen System der Territorien entfernt werden sollten. Und der FUNAI-Vorsitz oder Präsident hat sich verweigert, dies zu tun. Und aus diesem Grund musste sein Kopf nun rollen. Und wir wissen nicht, wer ihn ersetzen wird. Es wurde noch keine Ankündigung gemacht. Insofern ja, ist die FUNAI jetzt wieder dem Justizministerium unterstellt. Und auch das Justizministerium ist in diesem ganzen Skandal um den Austausch von Nachrichten und auch in diesem ganzen Lavajato-Prozess verwickelt. Wir denken also, dass diese Unabhängigkeit des Ministers definitiv auch nicht gegeben ist. Ja, wir wissen nicht, wer es sein wird. Wir denken, dass sicher ist, dass der FUNAI-Präsident ganz sicherlich nicht der Nachhaltigkeit und den Rechten der indigenen Völker verschrieben sein wird. Das ist das Einzige, was wir sicher sagen können. Ich denke, wir haben ähnliche Sorgen und ich denke, dass einiges hier auch schon erwähnt wurde, was besonders wichtig ist. Aber im Bereich dieser allgemeinen Zusammenarbeit ist es besonders wichtig, dass wir die Lösungen und die Art und Weise der einzelnen Gemeinden respektieren müssen. Das heißt, wir müssen beitragen zu dem, was sie für sich als beste Lösung halten und nicht andere Lösungen finden, die sie selbst nicht wählen würden. Das ist sowohl gültig für die
wie Projekte im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, aber auch für Projekte aus Crowdfunding oder auch Happy Guarani, die ja in wichtige Arbeit machen, indem sie die Realität auf moderne Art und Weise, der Guarani-Völker auf moderne Art und Weise beschreiben. Aber auch andere Fragen und spezifische Situationen, die sich stellen. Crowdfunding ist immer ein gutes Medium, aber die Strategie, das Land zu kaufen, ist vielleicht auch nicht unbedingt die richtige Lösung, die letztendlich zum Ziel führt. Obwohl wir schon völlig erschöpft sind, stehen wir noch am Anfang dieser Regierung und dieser Legislaturperiode. Und wir müssen noch lernen, was die Regierung tut und umsetzt. Die Regierung, die ja Desinformation als Mittel nutzt und unterschiedlichste Projekte vorantreibt. Wir müssen also immer zusammenkommen, miteinander sprechen, unsere Strategien aktualisieren, in Ideenaustausch treten mit anderen Organisationen im Ausland, Türkei, Indonesien etc., die ähnliche Situationen erleben, uns zusammenfinden und solidarisch sein. Denn nur so können wir diese Sicht von außerhalb auf Brasilien, die unterschiedliche Herangehensweisen ermöglicht, auch davon profitieren, denn das ist eine große Hilfe. Wir müssen wissen, dass wir nicht alleine sind. Das hat heute jemand gesagt. Es wird vorbeigehen, es wird schmerzhaft sein, es wird viel Arbeit machen. Hoffen wir einfach, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht und mit so wenig Auswirkungen wie möglich. Ja, bevor ihr alle geht, möchte ich erstmal auch den Übersetzerinnen danken, die uns das hier, diese Kommunikation ermöglicht haben, auch über die Sprachgrenzen hinweg. Ich glaube, ich habe es auch verstanden, die Fragen. Es war sehr gut. Ich möchte euch allen, Ihnen danken für die Aufmerksamkeit, die Teilnahme und die Fragen. Und ich glaube, das war nur eine kleine Etappe in einer langen, langen Reise, ne, der Solidarität, der Kooperation, der Kommunikation zwischen Brasilien und Deutschland. Und wir haben schon gehört, es geht weiter. Wir haben schon weitere Ankündigungen gehört für weitere Aktivitäten und Veranstaltungen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.